Ganze hier mal, habe ich den gereinigt und auch hier den Hals ein kleines bisschen sauber gemacht, ungefähr so in dem Bereich hier. Und nur um das mal so in die Kamera zu halten, ihr seht das hier, das ist ja schön tief dunkel. Ich habe auch noch andere Bilder, die blende ich euch jetzt mal eben mit ein, wie der Abschirmer von drinnen aussah. Es war wirklich nicht ganz so dreckig, den habe ich erst vor knapp einer Woche habe ich den Schmutz wieder gereinigt. Von daher war der nicht ganz so schmutzig. Also ihr seht, grundsätzlich ist es so, ich habe ein gewisses Schaumlevel, bis wo ich den entsprechenden Level mit meinem Steigrohr hier hinten, mit dem Keilrohr, dementsprechend einstellen kann. Und in der Regel ist es so, dass es der Abschirmer eigentlich oder dieses Schaumlevel, wenn ich ihn anschalte, ungefähr bis Unterkante Topf dann dementsprechend eingestellt werden sollte. Danach bildet sich so wie jetzt hier bei mir der feste Schaum. Das ist dann die Einstellung in der Regel, wenn man von der Pumpenleistung her das Ganze so eingestellt hat und vernünftige Luftzufuhr hat, dann hat man in der Regel eine Einstellung für eine trockene Abschäumung. So, wenn wir jetzt natürlich Abschäumer haben, wo die Motorleistung zu hoch eingestellt ist, zu viel Power ist, dann kann es auch schon mal sein, dass, ich sage mal hier im unteren Bereich, der Schaumlevel bzw. der Blasenlevel enden muss, damit sich dann darüber dementsprechend der festere Schaum bildet. Da hatte ich zum Beispiel jetzt neulich jemanden, da blende ich euch auch mal das ein, der hat einen Nios, ich glaube Nios Quantum, keine Ahnung. Der hat das Problem, dass er in meinen Augen zu viel Luft und zu viel Motorleistung eingestellt hat. Also sprich zu viel Motorleistung und daraus resultierend natürlich auch zu viel Luft. Und wenn zu viel Luft reingedrückt wird, dann kann natürlich dann dementsprechend auch der Blasenlevel nicht so hoch gepackt werden, weil der dann dementsprechend sehr schnell und sehr nass abschäumt. So, was heißt denn jetzt eigentlich nass und trocken abschäumen? Da kommen wir dann jetzt zu. Wollen wir erstmal mit dem Irrglauben so ein kleines bisschen aufräumen. Je dunkler das Absorbat, desto mehr hat er rausgeholt. Das ist so nicht ganz richtig. Es ist ein, ja, ich sage es mal, physikalischer Vorgang. Es wird natürlich mehr rausgeholt, beziehungsweise intensiver rausgeholt. Nein, die Konzentration ist höher, aber dafür auch weniger von der Masse her, wenn der trocken eingestellt ist. Also sprich, so wie das jetzt hier gerade läuft, es baut sich ein Schaumlevel auf, beziehungsweise ein fester Schaum, der noch nicht oben drüber geht. Und das, was nach oben gedrückt wird, das hat extrem viel, ja, ich sag's mal, Schmutz, Absorbat, Dreck mit drin. Dieser Dreck wird jetzt langsam aber sicher nach oben gedrückt und kommt dann oben über den Topf hinüber und wird dann hier runtergedrückt und sammelt sich dann im Topf. Und mit der Zeit wird das immer dunkler und dunkler und dunkler, weil dementsprechend die Konzentration, also sprich die Menge, die da rausgedrückt, weniger ist, aber dafür auch nicht so viel Wasser rausgedrückt wird. Also sprich, wenn mengenmäßig mehr Wasser da drin ist, dann ist auch der Austrag dann dementsprechend mehr. Also ich hole mehr Wasser raus und ja, ihr merkt, es ist nicht ganz so einfach zu erklären. Ich rede mich auch gerade hier um Kopf und Kragen. Sagen wir es einfach mal so. Wenn ich den Abschäumer so einstelle, dass der Blasenlevel ziemlich weit unten ist und er natürlich dann dementsprechend etwas länger braucht, um eine entsprechende Menge an Absorbat zusammenzubekommen, dann ist er trocken eingestellt. Das Absorbat wird recht dunkel und man kann es in der Regel an den Nährstoffwerten sehen. Entweder ich habe, wenn ich ihn trocken eingestellt habe, je nach Becken und Nährstoffzuführung, die Möglichkeit, dass meine Nährstoffe dann wieder nach oben wandern. Also grundsätzlich ist es so. Versuchen wir es mal andersrum. Wenn ich ihn nass einstelle und der Topf relativ zügig voll ist und ich den so, das Absorbat hatte, so wie ich es eben gezeigt habe, relativ hell und relativ viel in kurzer Zeit, dann holt er mir dementsprechend mengenmäßig auch mehr raus. Also sprich, das ist auf die Zeit gesehen, kann ich damit meine Nährstoffe senken. Das ist keine Sache, womit was sofort geht. Also sprich, ich stelle den jetzt nasser ein und übermorgen habe ich weniger Nährstoffe. Nein, das funktioniert nicht. Ich muss tatsächlich dann hingehen und den Topf öfters leeren, muss darauf achten, dass meine Dichte weiterhin stimmt, weil ich ja relativ viel Material in kurzer Zeit raushole.
Und mit der Zeit gehen meine Nährstoffe dann weiter runter. Weil? Warum? Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil das Material, was ich hier raushole, mehr natürlich die Vorstufen sind und nicht das eigentliche Material, was ich im Endeffekt verhindern möchte, also sprich den Abfall, Nitrit, Nitrat, das soll ja verhindert werden. Und dementsprechend, wenn ich den nass eingestellt habe, also sprich, dass der Topf sehr zügig voll wird und das Absorbat hell ist, das ist die Definition für einen nass eingestellten Abschäumer, dann kann ich damit die Nährstoffe senken. Je nach Abschäumertyp kann es sein, dass es relativ zügig geht, kann allerdings auch ein bisschen dauern hier und da. So, wenn ich jetzt den Level erreicht habe, den ich erreichen möchte mit meinen Nährstoffen, dann gehe ich hin und stelle den wieder trockener ein. Trockener heißt, ich senke hier im Prinzip den Blasenlevel und sorge dafür, dass nicht so viel Wasser in den Abschäumertopf reinkommt. Also sprich, das Absorbat an sich wird dann zwangsweise dunkler, weil halt nur der Schaum hochgedrückt wird und sich dann oben kurz das Material absetzt und nicht so viel Wasser nach oben gedrückt wird wie bei einem nass eingestellten Abschäumer. So, in dieser Einstellung kann ich meine Nährstoffe oder mein Nährstofflevel in der Regel halten. Das ist ein Rausfinden, das ist ein Rausexperimentieren. Wie muss ich meinen Abschäumer einstellen, damit ich dementsprechend diesen Level halten kann? Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, du musst ihn jetzt bis da und da einstellen und dann holt er bis zu dem Punkt raus und dann läuft das. Nein, das funktioniert nicht. Das ist ein ständiges Schauen, Messen, Kontrollieren und vor allem Konstanz reinbringen. Konstanz nicht nur bei den Nährstoffen, sondern auch beim Füttern, beim Reinigen des Materials, beim Reinigen des Aquariums etc. pp. Alle diese Faktoren spielen natürlich mit rein, damit auch die Konstanz hergestellt werden kann. Aber das kann natürlich auch nur, wenn ich jetzt hier hingehe und dann dementsprechend dann auch meinen entsprechenden Abschäumer so eingestellt habe, sodass er mir bei meinem momentanen Fütterungsverhalten, bei meinem momentanen Fischbesatz und, dann dementsprechend die Nährstoffe so rauszieht, wie ich das gerne hätte und dass er mir meine Nährstoffe dann hält. Also ich hoffe, ich konnte das so ein kleines bisschen näher bringen mit dem Nass- und Trockenabschäumen. Es ist grundsätzlich immer so eine Sache, was mache ich damit, was habe ich damit vor. Also der Abschäumer ist ja mehr oder weniger die Lunge unseres Beckens. Der geht hin, bringt uns unseren Sauerstoff rein. Der geht hin durch den entsprechenden Gasaustausch, der halt da stattfindet regelt unseren pH-Wert. Unter anderem. Ja, also sprich, wenn ich jetzt hier hingehe und ein leistungsstarkes Gerät habe oder ein großvolumiges Gerät, dann kommt natürlich sehr viel mehr CO2 ins Becken und kann dann dementsprechend meinen pH-Wert beeinflussen. Also je mehr CO2 ich drin habe, desto geringer ist mein pH-Wert. Habe ich jetzt zum Beispiel schlechte Lüftung und einen relativ kleinen Abschäumer, dann kann es relativ schnell passieren, dass ich mit meinem pH sehr weit nach unten sacke. Und in der Regel sollte es so sein, dass der pH über 7,8 bis 7,9 liegen sollte. Optimal wäre natürlich 8 bis 8,4 der Bereich. Und das kann ich natürlich auch über den Abschäumer machen. Dementsprechend die Möglichkeit natürlich Anstoß von Atemkalk, wenn es notwendig ist. Aber, wie auch schon mal am Anfang gesagt, man muss schauen, dass man dann die entsprechenden Leistungsreserven hat. Und dann zu wissen, wie stelle ich meinen Abschäumer ein, wie stelle ich ihn hin, beziehungsweise wo positioniere ich ihn unter anderem, damit er auch die größte Effektivität hat, ist das Nächste. Ihr seht, ich habe hier hinten meine Einlaufkammer, hier den Überlauf, wo normalerweise eine entsprechende Filterung von mir drin wäre. Hier könnte ich ja noch Watte reinlegen oder andere haben an dieser Position oder vor dem Abschäumer den Fließfilter. Und dann hinter dem Fließfilter kommt dann in der Regel der Abschäumer. So habe ich es hier dann auch gemacht. Ich verzichte hier auf die Filterung, weil ich hier nach dem alten Prinzip arbeite. Also sprich komplett ohne irgendwelche mechanische Filterung noch zusätzlich, außer natürlich den Abschäumer, gehe ich hin. Und dementsprechend sieht auch dann mein Technikbecken unten ein bisschen dreckiger aus. Es ist tatsächlich, jetzt sag ich mal, oldschool, aber wenn ihr oben mein Becken seht, es ist klar, ist jetzt geprahlt. Ich habe natürlich Schwebestoff drin, klar, logisch. Aber
ich finde, der Fließfilter muss nicht unbedingt sein, weil er mir in meinen Augen auch wichtige Stoffe rausholt, die für den gesamtbiologischen Prozess wichtig sind. Meine persönliche Meinung. Ja, worauf müssen wir im Endeffekt noch achten? Dass natürlich, wie gesagt, die Luftzufuhr stimmt, dass hier unten die Venturi-Düse schön sauber ist und alles vernünftig ansaugen kann. Also ich sollte grundsätzlich vermeiden, Seesterne, also sprich Astarinas oder sowas, und Schnecken im Technikbecken zu vermeiden. Die können dafür sorgen, dass dann dementsprechend die Abschäumerleistung auch reduziert wird. Und dann habe ich schlechteren Gasaustausch, schlechteres Absorbat und, und. Also ihr merkt, das ist eine ganze Kette, die dann da hinten noch mit dranhängt. Ja, was ist noch wichtig? Natürlich, dass wenn ich den Abschäumer einschalte, kann es schon mal sein, gerade bei neuen Geräten, dass die eine gewisse Zeit lang Mikroblasen produzieren. Das habe ich bei dem hier kurzzeitig gehabt. Das war eine Sache von ein paar Tagen, dann war das Thema weg. Andere Abschäumer machen das länger. Hat einerseits was mit dem Zusammenbau zu tun, hat andererseits aber auch ein kleines bisschen mit dem Wasserstand zu tun. Also ich habe hier ungefähr einen Wasserstand von 23 cm. Das ist so der Wasserstand, der vom Hersteller empfohlen wird. Und da sollte ich auch schauen, dass ich diesen Wasserstand einhalte. Kann ich das nicht? Ist der Wasserstand zu hoch? Wird natürlich auch, der Wasserdruck, der im Kontaktrohr ist, drückt dann sehr viel mehr Schaum nach oben, als wie vom Hersteller eigentlich vorgesehen. Sollte das der Fall sein und ihr habt nicht die Möglichkeit, diesen Wasserstand hier zu regulieren, müsst ihr halt hingehen und das Ganze auf ein Podest draufsetzen. Aus Plexiglas oder ähnlichem mal kurz ein paar Sachen zusammengeklebt, da drunter gestellt und dann habt ihr den gegebenenfalls auf der richtigen Höhe und dann funktioniert der definitiv auch besser. Also merke nochmal einmal die Abschäumerleistung, die Motorleistung ist zu beachten. Dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Luftzufuhr, hier habe ich zum Beispiel ein kleines Stellrad dran, womit ich die Luftzufuhr regeln könnte, ist wichtig. Und natürlich der eigentliche Wasserstand im Becken, wo der Abschäumer drin steht. Diese drei Faktoren spielen dazu bei, dass der Abschäumer seinen Dienst richtig tut. Wenn das alles drei stimmt, dann seid ihr auch auf dem richtigen Weg und könnt mit diesem Gerät genau das tun, was er tun soll. Einmal den Schmutz aus dem Becken holen. Zum Zweiten ist er dafür zuständig, dass wir einen vernünftigen Gasaustausch im Becken haben. Und alles in allem fällt mir jetzt eigentlich nichts wirklich weiter dazu ein. Ihr seht im Hintergrund, dass das Gerät jetzt langsam aber sicher in Schwung kommt, jetzt nachdem ich ein bisschen erzählt habe. Der erste Schaum kommt jetzt schon wieder hier oben dran und ich nehme das jetzt hier mal ab und ihr seht, ich hoffe, das seht ihr, den Schaum, der hier oben ist, der hat auch schon so ein kleines bisschen Dreck dran. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Der zieht, diese Luftblasen ziehen den Dreck an und binden den und das Ganze wird dann in einem festen Schaum hier im Steigrohr nach oben gedrückt, oben gegen den Deckel gedrückt, zur Seite runter und sammelt sich dann hier im Schaumtopf. Das ist das Grundprinzip. Ja, ich habe mich wahrscheinlich in diesem Video mehrfach hier und da wiederholt, dafür entschuldige ich mich, aber ich mache das hier gerade ohne doppelten Boden und irgendwelchen Scripts, weil ich das nicht gemacht habe. Von daher, seht es mir nach. Was natürlich auch noch zu empfehlen ist, einige Abschäumer hatte ich zum Beispiel bei dem Vorgänger, bei einem Rezi hatte ich das und von Deltec weiß ich, dass man das nachrüsten kann, ist, dass das Schaumrohr gereinigt werden kann. Also sprich, die haben wie so eine Lippe, die dann innen drin in dem Schaumrohr das Schaumrohr sauber macht. Hat dann den Vorteil, ich könnte den Topf länger drauf lassen. Ich habe ja hier im Endeffekt auch eine Möglichkeit, das Ganze abzulassen und das weiter laufen zu lassen. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt ist es runtergefallen, egal. Wenn das Steigrohr zu sehr verdreckt ist, also so wie ich das eben eingeblendet habe, oder ich blende es euch nochmal eben kurz ein, ist das noch in Ordnung, um Gottes Willen. Es gibt, ich habe Abschäumertöpfe gesehen, das ist fingerdick in den Abschäumer, in dem Steigrohr selber, der Schmodder an der Wand. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das Zeug soll nicht in dem Steigrohr sein, weil dann behindert das
weiterhin das Aufsteigen des Schaumes. Dann lagert sich das nämlich alles in diesem Steigrohr ab und das soll nicht. Das Steigrohr soll sauber sein, damit der Schaum weiter ohne Probleme nach oben gleiten kann und dann oben übergetragen wird. Je mehr Schmutz in diesem Steigrohr drin ist, desto schlechter schäumt der Abschäumer unter anderem auch ab. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, so viel macht das aber nicht aus. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und die Summe des Ganzen, die macht es natürlich aus. Wie eben gesagt, richtige Motoreinstellung, richtige Luftzufuhr, richtiger Wasserstand und zu guter Letzt ein gut gereinigter Abschäumer, der, also ich gehe hin und reinige ihn alle 2 Wochen. Richtig. Also sprich hier im Kontaktrohr ab hier und den Schaumtopf. Alle 2 Wochen mache ich den sauber und das reicht bei diesem Gerät. Hat man jetzt natürlich einen, ja, ich sage es mal, relativ hohen Nährstoffgehalt und der Abschäumer zieht natürlich sehr viel raus, dann kann sowas natürlich auch sehr viel schneller verdrecken. Dann sollte man in wie gesagt, das ist meine Einstellung, das ist jetzt nichts, was jetzt muss, aber das ist aus meiner Erfahrung heraus. Je sauberer das Gerät ist, desto besser kann er im Endeffekt seine Arbeit tun. Und ich sage jetzt mal, das Ergebnis hier oben spricht in meinen Augen unter anderem auch Bände. Gut, gehen wir zurück auf die Couch. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch das Thema Abschäumer ein kleines bisschen näher bringen. Alles in allem habe ich schon einige an Abschäumer durch. Ich habe H&S gehabt, ich habe den Red Sea gehabt. Dann wieder ein Aquabee, danach kam Aquamedic und jetzt wieder den Aquabee. Von daher muss ich sagen, alle haben ihre, ja, ich sage es mal, Daseinsberechtigung. Jeder Abschäumer ist für einen gewissen Bereich ausgelegt. Ich sage mal, den ich jetzt habe, hier den Aquabee, ist einer von den hochpreisigeren Abschäumern. Aber jeder andere Abschäumer, je nachdem, was ich halten will, tut es ein anderer Abschäumer natürlich auch. Die haben unterschiedliche Leistungsdaten, unterschiedliche Leistungskurven, sage ich jetzt mal. Das, was sie rausholen, wie stark sie es rausholen. Von daher sollte da jeder schauen, was er für sich im Prinzip investieren möchte. Funktionieren tun sie alle. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Es kommt dann dementsprechend auch auf den Hersteller an. Ich will da jetzt auch keine Aussagen zu irgendwelchen Geräten machen. Wer da gerne mehr Infos drüber haben möchte, kann mich gerne privat kontaktieren. Ich selber bin jetzt nach langem Hin und Her wieder bei Aquabee gelandet. Habe ja am Anfang auch in einem meiner ersten Becken auch ein Aquabee drin gehabt, war damit eigentlich zufrieden, aber dann kamen andere Geräte, die ich vorstellen konnte und habe gesagt, ja, guckst du mal, was die können. Und ja, ganz ehrlich gesagt, muss ich sagen, könnte ich vielleicht auch sagen, nee, sage ich auch, wenn ich das sagen sollte. Nein, ich finde, der Aquabee, den ich jetzt hier habe, macht einen super geilen Job. Der ist absolut leise. Das Einzige, was ich an dem Gerät so ein kleines bisschen bemängeln möchte, ist aber meckern auf hohem Niveau, dass er eine intern verbaute Pumpe hat. Okay, ich habe da unten jetzt nicht so den riesen Platz. Und die Box, die ich da unten habe, ist natürlich auf diese Abschäumertypen ausgelegt. Es wäre schön, wenn es diesen Abschäumer auch mit einer externen Pumpe geben würde. Fände ich persönlich sehr sinnvoll. Aber jetzt kommt das Aber. Ganz ehrlich, mal abgesehen von den Pumpen, die ich wahrscheinlich am Anfang mit eingeblendet habe, muss man in der Regel eine Abschäumerpumpe nicht so oft reinigen. Das heißt, ich muss das Ding nicht wirklich so oft auseinandernehmen. Ist natürlich bei einer extern angebrachten Pumpe recht einfach. Abziehen, Pumpe reinigen, wieder zusammensetzen, klack, außen dran setzen, fertig. Hier muss ich tatsächlich hingehen und den kompletten Body auseinandernehmen. Aber ist hier bei dem Aquabee auch recht einfach gelöst. Ich muss im Prinzip die beiden, den Ein- und Auslass rausnehmen, kann dann die Bajonettverschlüsse unten lösen, verdrehe einmal den Body und habe dann das Ganze in der Hand. Also das geht eigentlich auch relativ gut. Wie gesagt, ist meckern auf hohem Niveau. Jeder sollte darauf achten, wenn er sich einen Abschäumer zulegt, dass er auch auf die Beckengröße zugeschnitten ist.
Ein überdimensionierter Abschäumer lässt sich schlechter einstellen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe jetzt hier den Internal 200 genommen. Der hat einen Bereich zwischen 400 und 1000 Liter. Das Gesamtsystem hier von mir hat 600 Liter oder 650 Liter ungefähr. Da liege ich also im guten Mittel mit drin. Und das merke ich auch an der Einstellungsmöglichkeit. Ich hatte vorher, bevor ich den hier drin hatte, ja kurzzeitig mal einen Royal Exklusiv hier mir geliehen. Ich glaube, das war der 300er oder 350er. Nee, das war der 300er. Double Cone. Und ja, der hat sehr gut funktioniert. Der war auch extrem leise. Da hatte ich auch noch das andere Technikbecken, beziehungsweise das andere Becken. Da hatte ich auch Platz für eine externe Pumpe. Aber die Art und Weise, dann diesen Abschäumer wirklich richtig einzustellen mit der entsprechenden Wattzahl für die Pumpe und dann am Steigrohr, an dem Keilrohr dann dementsprechend den Schaumlevel einzustellen, ist schon dann bei überdimensionierten Abschäumern recht schwierig. Von daher möchte ich euch ans Herz legen, kauft euch den passenden Abschäumer für das entsprechende Becken. Es geht auch nicht immer darum, manche Abschäumer oder manche Hersteller werben mit, ja, wir haben so und so viel Luftvolumen, je mehr Luft, desto besser. Nein, das ist nicht so ganz richtig. Das richtige Verhältnis zwischen Wasser und Luft ist wichtig. Und da kann ich jetzt aus Erfahrung heraus nichts wirklich großartig zu sagen, weil ich mich um die Luftmengen und das Mischungsverhältnis nie wirklich gekümmert habe. In der Regel, wie gesagt, die Abschäumer funktionieren eigentlich alle, aber man muss natürlich auch so ein kleines bisschen darauf gucken, was möchte man halten. Wenn ich natürlich ein einfaches LPS-Becken habe, dann muss ich keinen High-End Royal Exklusiv oder Aquabi oder was auch immer von teuren Abschäumer haben. Da tun es dann auch andere wie Nios, Aquamedic etc. pp. Man muss jetzt nicht das ultra-cleane Wasser für diese Korallen haben. Also immer darauf abwägen, was halte ich, brauche ich einen so guten und teuren Abschäumer oder tut es dann auch was anderes. Aus meinen Augen heraus tut es natürlich auch was anderes. Da ich natürlich jetzt hier in den, ich sag mal, unteren High-End-Bereich reingehe, habe ich mir dann dementsprechend dann auch den entsprechenden Abschäumer geholt. Und von daher, ja, es ist immer eine Abwägungssache. Ich selber würde den auch für alle anderen Becken nehmen, aber nur aus dem Grund, weil ich einfach von Aquabi begeistert bin, weil die Pumpen sauber laufen, stabil laufen, weil ich ein sauberes Level habe, womit ich das Gerät einstellen kann. Das gleiche hat Royal Exklusiv unter anderem auch. Also da muss ich jetzt nichts zu sagen und die tun sich ja von den Preisen auch nicht mehr so viel. Also sich Aquabi und Royal. Im Endeffekt immer schauen, was brauche ich für mein Becken? Muss ich so viel Geld investieren? Oder tut es auch was Einfacheres? Die Herstellerangaben sind nicht immer, da muss ich jetzt auch vorsichtig sein, weil ich sage, die Herstellerangaben auf den entsprechenden Geräten sind nicht immer optimal ausgelegt. Es gibt einige Beispiele, die ich jetzt hier nicht nennen werde, wo dann drauf steht, ja, bis 400 Liter geeignet, bis 500 Liter geeignet. Und wenn man dieses Gerät dann in der Hand hat, guckst du dir das an. Echt jetzt? Ja, also so ein kleines bisschen Volumen macht es schon. Allein der Grund, wie auch eben schon gesagt, das Reaktionsrohr. Ich muss eine gewisse Masse haben und eine gewisse Zeit muss dann dementsprechend das Wasser und dieses Blasengemenge in dem Reaktionsrohr muss Zeit haben, miteinander reagieren zu können. Wenn ich jetzt ein kleines Reaktionsrohr habe, einen kleinen Abschäumer, dann ist das natürlich so, dass im Endeffekt weniger Reaktion darin stattfinden kann, weil das Wasser auch relativ schnell wieder rausgedrückt wird. Es ist alles ein Für und Wider. Von daher kann ich auch nicht wirklich hier entsprechende Empfehlungen geben. Wenn ihr das halten wollt, reicht der und der Abschäumer. Wenn ihr das halten wollt, müsst ihr auf jeden Fall das haben.
werde ich jetzt dementsprechend hier nicht tun. Also, ich habe jetzt mal wieder viel zu lang gelabert und von daher würde ich jetzt sagen, solltet ihr noch Fragen, Anregungen oder Ähnliches haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Sollte ich irgendeinen Quatsch erzählt haben, was ich ja grundsätzlich tue, wisst ihr ja, schreibt es mir auch runter in die Kommentare. Ich werde mal gucken, ob ich darauf reagiere oder nicht. Nein. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es hat mal wieder ein bisschen länger gedauert. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.